Einen wunderschönen guten Tag. Heute sehen wir uns im zweiten Video, wo ich ein bisschen Backstage euch zeige, wie das Festival Meermusik entstanden ist und nehme euch auf den Tour durch Meerbusch. Die Idee vom Festival kam mir in Corona-Zeit. Kurz über mich. In Corona-Zeit habe ich festgestellt, wie wichtig ist die Aufgabe Musik für uns Musiker ist, aber auch wie wichtig ist Musik für die Gesellschaft und für die Menschen. Ganz viele tolle, tolle Menschen in unterschiedlichen Alter haben gesagt, sie vermissen Kultur, sie vermissen Musik. Deshalb habe ich Kuratorin von Alten Küsterhaus Meerbusch, Isabel von Rothstedt, gebeten, mit ihr gemeinsam zwei neue Reihe zu starten, die wir in Corona-Zeit jede Woche durchgeführt haben. Es ist einmal die Reihe Literatur trotz Corona und zweitens es ist Musik trotz Corona. Zusammen mit meinen Kollegen, auch mit Ekaterina Somichewa, haben wir die Reihe durchgezogen. Vielen Dank an Isabel. Es war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, jede Woche ein absolut neues Programm zu spielen und natürlich zu sehen, dass online Konzerte auch möglich sind. Jetzt fahren wir weiter. In meinem ersten Video waren wir mit euch zusammen in Bösinghofen und in Ossum. Und heute zeige ich euch ein bisschen von Langkladum. Ich sage gleich, die Plätze, die ihr im Video seht, kommen im Festival, in diesem Festival nicht vor. Wer weiß, ob es sich später ergibt, aber trotzdem, es waren so schöne Plätze. Ich wollte es unbedingt mit euch teilen. Wir fahren jetzt weiter, also Richtung Lang. Lang wartet auf uns, wir kommen. Es ist so spannend, so schön, Meerbusch ist so schön, ich freue mich richtig, einfach mal Meerbusch als Gesamteinheit kennenzulernen. Nicht mal Wüderich, mal Lang, sondern wirklich ganz Meerbusch. Deswegen, das wäre auch schön für euch am Festival. Aber ich glaube, ihr seid natürlich auch gespannt, welche Plätze doch Langkladum zur Auswahl gekommen seid, da verrate ich euch, und zwar der Marktplatz mit dieser wunderschönen Fontäne ist für das Festival gewählt worden. Auch die Idee von mir war, dass die Ensemble sich etwas mischen, die Büderiche mal nach Lang kommen, nach Ossum-Bösinghofen, dass Lang in Ossum-Bösinghofen auftreten oder Osterrater nach Büderich kommen. Im Großen und Ganzen hat es mir auch gelungen und da freue ich mich, dass wir ein bisschen besser einander kennenlernen. Natürlich, bei so einem Tagestour kommt man auf die Plätze, die man nicht erwartet hat. Schaut ganz tollen Haus, das ist Haus Latum. Ja, Lang besteht quasi aus zwei verschiedenen Teilen, Lang Latum. Auch wunderschönes hier.